Hallo alle zusammen und willkommen zurück zum neuen Part von Paper Mario 64. Ich habe mich schon mal hier hingestellt. Hab mir einen weiteren Sternspender geholt von diesem Quizmaster. Ich habe ausgewählt mir ein paar Items dazu geholt. So zwei Feuerblumen, zwei Pilze, ein Voltopilz, Powerblock, Haki und Fruchtriegel und so Honigsirups. Ich wurde auch vorhin übers Ohr geschlagen. Von so komischen, weiß ich nicht was. Ich meine, ja, ich kann eine KP, BP und Dings bei uns die OP erhöhen. Hab gedacht, ich erhöhe meine OP dafür, damit meine KP und meine BP auf 10 Punkte reduziert. Und das wollte ich nicht, dann habe ich es nochmal neu gestartet. Deswegen haben wir jetzt, ja, auf mich zu tragen. Alles wie beim, ist wieder alles beim Alten. Und dafür haben wir einen Sternsplitter. So. Dann speichern wir hier mal fürs Erste. Weil ich von vorne noch nicht gespeichert. So. Was gibt's denn hier alles? Na, das schaut nicht sehr einladend aus. Verzeihung, Sir, sind nicht zufällig Mario. Wie geht es Ihnen, Sir? Meine Herren wünscht Sie zu sehen. Wünscht Sie die Freundlichkeit besitzen, um Sie in der Villa am anderen Ende des Niemandnimmerwalds zu treffen? Meine Herren hat bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich einiges herzliches Empfangs gewiss. Ah! Und sollten Sie nicht erscheinen, dann holen wir euch! Puhuhuhu. Kapitel 3: Der Unbezwingbare. Supi. Freue ich mich schon drauf, wirklich. Oh mein Gott, die Musik. Wenn ich so auf dem Bildschirm schaue und auf dem Fernseher, dann könnt ihr viel mehr sehen als ich. Niemand mehr war tot. So, und dann eine Feuerpflanze, oder wie die heißen. So. Dann scannen wir mal die Piranhas. Das ist eine Piranha-Pflanze. Diese Pflanze schießen unerwartet aus dem Boden. Sei also vorsichtig. Sie haben gelbe Zähne. Maske B5, Angriff 3, Verteidigung 0. Du kennst sie aus deinen bisherigen Abenteuern. Nö. Ich denke, du hast schon deine Erfahrungen mit ihnen gemacht. Nö. Ihr Maul zeigt nach oben. Wenn du auf sie springst, wirst du gebissen. Naja, eigentlich würde gefressen besser passen, aber egal. Nachdem sie jemanden gebissen haben, grinsen sie immer. Ist es, wie sie grinsen? Es treibt mich in den Wahnsinn! Hier. Wir machen hier ein bisschen Erdbeben-Power. Ein Erdbeben hat keiner Piranha-Pflanze bis jetzt geschadet. Wie sich das blocken soll. Ich habe keine Verteidigung. So. Ganz gut. Verstehe nicht, wie ich das blocken soll, ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan, wie ich das jemals blocken soll. Ich habe mir bald auch ein Level up versucht. Ja. Ich glaube, ich muss rein, wo die lachen.
Jupp. Ich glaube dir eigentlich nicht daran. Dies ist der Nimmer-Nimmer-Wald. Von hier an wird der Weg äußerst gefährlich. Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Aha. Das ist also deine Geschichte. Du bist im Buchhaus wieder eingeladen. Dann darfst du passieren. Na gut so. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst, musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Willst du die falschen Pfaden an, hast du im Handumdreh wieder am Wald dran. Die Umgebung nahe des richtigen Weges wird sich immer ein wenig vom Rest des Gebietes unterscheiden. Halte Ausschau nach Hinweisen. Hier zum Beispiel solltest du dir die inneren Bäume genau ansehen. Und dann von innen wirst du ein glühendes Augenpaar finden. In seiner Nähe beginnt sie der richtige Ausgang. In anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Beobachte den Wald um dich herum mit größter Sorgfalt. Wird doch gesagt, dass er Lachen und Blumen sind der Hinweis. Der Weg richtig. Oh mein Gott! Die sind grün. Ich glaube, sie haben 7 Leben. Jetzt aber hört die Anzahl der Sternenpunkte. Zu viel. Ach, dann haben wir ein Level up. Sprich, ich werde mir jetzt mal wieder mein Gumbario holen. Aua, jetzt bin ich hingefallen. Scan mir mal diese Waldfusis. Das sind Waldfusi. Waldfusi sind immer grün. Maskapier 6, Angriff von 1, Verteidigung 0. Wenn sie dich schnappen, entziehen sie dir Kaffee und laden zu ihrer eigenen wieder auf. Sie sind richtige Vampire. Und manchmal teilen sie sich auf. Wenn sie das tun, sind sie noch stärker. Versuche sie zu besiegen, bevor sie sich teilen können. Wow, das hat mir so viel gebracht, wirklich. Mit Feuerblume ganz einfach. Kann ich die überhaupt blocken? Nee. Leider nicht. Schade. Ich soll die nicht so dran glauben. Ich verstehe nicht, warum ich dir nur einen Schaden mache. Wenigstens hast du den 3 gemacht. Das ist wenigstens ein Vorteil. Wir kriegen kein Level. Ich glaube, ich muss mich kurz davor noch einmal heilen. Obwohl es geht. Es geht. Die Musik ist so ha, da leuchtet was. Ganz leicht hab ich's gesehen. Ha!
Ich glaube, musst du diesen Blumen da zu diesen anderen, zu denen da, weil die komplett anders ausgesehen. Also gehen wir mal den Weg lang. Ai. So. Nein, nein, nein. Ich mache erstmal eine Erfrischung. Dankeschön. Und du darfst rollen. Sagst du mir halt Lebenspunkte weg, kann ich auch nicht. Wenn euch das Spaß macht. Ich weiß auch nicht, wie ich das gucken kann. Nein, nicht Sterne. Zum Beispiel ein Hammer. Das ist einem sehr merkwürdig, wenn man noch einen Schaden macht. Geht's nicht mehr. So. Dann noch ein Powerpanzer. Und adios. Dann haben wir die auch mal geschafft. Und ich glaube, wir müssen jetzt gleich bei dieser einigen Rang oder was so Grinsen und bauen. So. Level up. Ich tendiere jetzt mit Kaffee. Sie hat so ein Gesicht gemacht. Schätze ich mal, das ist der richtige Weg. Denken wir den Gegner. So blind bin ich auch nicht, auch wenn es dunkel ist. So, springen kann ich oft leider nicht. Entsprechend kann ich hier nur einen Hammer machen. So, halt jeder 3 und dann soll das mit dem Multi-Rempler auch schon gewesen sein. Für alle 4. Alle 4 auf einem Streich getötet. Yay! So, dann haben wir 8 Sternenpunkte und finden sie noch 90 Sternenpunkte. Dann haben wir wieder ein Level Up. Yay! So, nicht mit mir, Jüngchen. Ich lasse mich hier nicht wieder veräppeln. Sag ich gleich. Zack. Zack. So, das ist nur. Oh nein, hat geklappt. Kommst du dran mit einem Powerpanzer? Panzerst du alles weg? Ich glaube, dieses Power-Up hat dem sehr viel gebracht. So, dann wieder. Team 6. Solange sie genügend Erfahrungspunkte geben, ist es ja nicht das Problem. Aha. Warte. Das sind 3 Pilze. Das sind auch 3. Okay. Also ich glaube, wir müssen dort vorbei, wo ganz viele sind. So da. Ich mal. Was ist sicher falsch. Nein, nicht mal. Ich muss ihn nicht mehr. Oh.
Nee, nee, nee. Versuchen wir einfach mal das Wiegenlied. Solange ich den schon 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. La 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 la, Pomelo. Okay. Machen wir wieder auf, nee, oder? Nope. Das ist supi. Lass dich nicht mehr aufmachen. Ich nehme mich gleich abtöten. Jetzt habe ich nur einen Schatten. Verdammt. Versteht Mario nicht. So, jetzt habe ich alle getötet, ohne einen Schaden zu kriegen. Ich mache diese voll Pussis. Putzis nicht. Die sind voll knackt, finde ich. So. So. Ah, oh, nein, das ist ein blöder Kack dabei. Machen wir das. Kann diese Fossis nur. Fossis. Fuzis nicht sonst dich besiegen. Davon ist schon mal da. Kommt sich mal Honigsirup. So. Dann machst du das mit dem Power-Ding. Und dann machst du es. So. Ich glaube, der ist nicht richtig. Verdammt. Ich hab's voll verhauen. Ich hab's so dermaßen verhauen. Egal. Da steckt mir ein bisschen Schaden rein. Ist ja auch egal. Kann ich ja nichts machen. Bring viermal Schaden. Das ist jetzt bald. Dankeschön. Ich werde nicht. Dann ist nichts hier geteilt. Uns keine andere Möglichkeit. So. Und du wirst hier im Panzerschuh einsetzen. So. Jetzt tue ich wieder mal wieder. Ich versuch's gar nicht mehr abzuwenden. Ich versuch's gar nicht mehr. Es bringt sich nichts. Ich weiß nicht, wie ich die abwehren kann. Sicher kann man die irgendwie abwehren, aber mental nicht. Ihr wisst ja. Ich kann nicht gut teilen. Langsam kriege ich Hunger. Und ich will mir irgendwann mal aus diesem blöden Wald rauskommen. Damit ich speichern kann. Was war das jetzt? Feuerblume, mach sie weg, bitte. Bitte. Danke. Danke. Ich wäre jetzt noch ewig gesessen. Ich wäre hier sicher noch 10 Jahre gesessen. Bis ich die
Down gekriegt hätten. Huch. Hast du das in Blues Villa zu erledigen? Dann hier entlang. Sieht das creepy aus. Sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft, aus diesem spukigen Wald herauszukommen. Hey Mario! Wetten, dass die hier die Villa ist, von der alte Buhu gesprochen hat? Ich denke schon. Hey. Willkommen, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie doch diesen Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben. Meine Herren, erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Kommt sicher so ein Blitz. Bitte gehen Sie in den Seitenstock. Dann werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Kommt euch wieder. Wer? Sie kommen nicht. Okay. Soll ich mich erstmal voll tanken? Das. Keine Ahnung. Sieht aber irgendwie creepy aus. Geht nur noch ein Weg entlang. Das will ich aber noch nicht machen. Das wage ich aber noch nicht. Dann ich wieder jetzt speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Paper Mario 64. Bis dahin. Ciao, ciao.